Ja, also wenn ihr euch an die Filme erinnert, also das mit Zurück in die Zukunft ist irgendwie, bin ich zuerst auf den Titel gekommen, dann habe ich mich irgendwie erinnert, dass in Zurück in die Zukunft 2 tatsächlich Mr. Fusion dann schon den Fluxkompensator angetrieben hat, während in Zurück in die Zukunft das noch mit Plutonium angetrieben wurde. Also ist in der Hinsicht auch passend. Aber worum geht es da? Es gibt halt Leute, die meinen, okay, wir brauchen eigentlich uns keine Sorgen um Klimawandel oder so machen, weil die Kernfusion wird das schon regeln. Und da wollte ich halt eben auch ein bisschen Fakten da darstellen dazu. Was sind dann meine Qualifikationen und Quellen? Also wie Entschuldigung, bei der Zwischenruf aus der Technik. Hast du auch Folien dazu? sieht man die nicht? Nein, du hast, deswegen wollte ich kurz Doch. zwischenrufen. Ich sehe Also, sie. okay. Also wir sehen Pardon, deine. war ein Fehler auf meiner Seite. Dankeschön, bitte weitermachen. So, ja, vielleicht dann noch kurz. Das war die Titelfolie. Ist eh nicht viel zu sehen und wir sind eben jetzt bei der zweiten Folie über meine Qualifikation und Quellen. Also ich bin, wie bei der Kernspaltung, bin ich auch kein Experte, aber wohl besser informiert als die meisten. Meine Quellen hier waren auch wieder englische und deutsche Wikipedia, wo einiges zu dem Thema drinsteht. Und ihr findet die Referenzen, also auf für die verschiedenen Behauptungen und so weiter, in Kommentaren im Quelltext dieser Folien, und den könnt ihr auf dieser URL runterladen. So, also Kernfusion, was passiert da? Also bei der Reaktion, mit der erhofft wird, dass man tatsächlich technisch Energie gewinnen kann, hat man hier ein schweres Wasserstoff, einen schweren Wasserstoffkern, Deuterium, also ein Deuteron, also nur den Kern, und ein Tritiumkern, also noch schwererer Wasserstoff. Und die beiden werden dann mit einiger Energie zusammengebracht, verschmelzen und herauskommt eben ein Helium-4, ein sehr stabiler Atomkern und ein Neutron und insgesamt 17,6 Megaelektronenvolt an Energie. Und zwar das meiste davon in dem Neutron und also 20% ungefähr in dem Helium. Gut, dann, also das ist so die Idee, dass man daraus Energie gewinnen kann. Und die Versprechen sind, also es gibt da einige Versprechen, auf die ich eingehen werde. Aber zunächst einmal ist die Frage, bringt man das überhaupt zustande? Also Kernreaktoren gibt es schon seit fast 80 Jahren, also die mit Kernspaltung arbeiten und energiegewinnende seit über 60 Jahren. Bei der Kernfusion arbeitet man jetzt seit 70 Jahren dran. Ja, wie weit ist man da? Also was gäbe es da für Meilensteine? Zunächst einmal gibt es einen sogenannten Gewinnfaktor Q. Das ist, wie viel Fusionsenergie wird gewonnen und wie viel Energie hat man hineingesteckt in diese darin, dass man eben diese Fusionsenergie gewinnt. Und eben wenn man jetzt dieser Faktor Q gleich 1 ist, also wenn mich sozusagen, ich weiß nicht, ja, je nachdem, was für eine Art von Reaktor es ist, so und so viel Energie reinsteckt und es kommt dann noch einmal dieselbe Energie dazu heraus, dann wird das als Scientific Break-Even gesehen. Also das wäre Q gleich 1. Das bringt aber noch wenig, weil man muss dann diese Energie nachher irgendwie typischerweise in Strom umwandeln und der Strom muss dann wieder verwendet werden, um mehr Fusion zu
anzustoßen. Und wenn man es schafft, dass der Strom, den der Reaktor produziert, ausreicht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dann hat man einen Engineering Break-Even. Also wenn er also mindestens so, also mehr, hier steht mehr, aber wenn es mindestens so viel Strom ist, wie er braucht, dann hat man Engineering Break-Even, das heißt, er muss noch gar nicht irgendwie Strom abliefern, aber ja. Eben ein Problem dabei sind Umwandlungsverluste bei der ganzen Geschichte. Deswegen braucht man bei dieser Sache ein Q von 5 bis 100, je nachdem, welche Art von Reaktortechnologie da verwendet wird. Also, und das sind nur Schätzungen, weil es gibt noch überhaupt keinen Fusionsreaktor, der auch nur versucht hat, Strom zu produzieren. Also nicht einmal für die Eigenversorgung. Ja, und wenn man einen richtig guten Fusionsreaktor gebaut hat, dann kommt es zur Zündung. Das heißt, dass die Fusion in den Brennstoff selbst genügend Energie hineinspeist, dass es den Brennstoff weiterheizt, damit eben weitere Fusion erreicht wird. Und also das wäre dann sozusagen, würde einem Q-Faktor von unendlich irgendwie entsprechen, wobei man dann auch sagen muss, es wird dann üblicherweise auch noch Energie gebraucht, um die ganze Geschichte irgendwie stabil zu halten, aber zumindest muss man nicht mehr hineinheizen. Also den Strom zum Stabilhalten, den muss man erst wieder irgendwie erzeugen und dann wieder hineinfüttern. Ja, und selbst wenn man eben Engineering Break-Even erreicht hat und Zündung erreicht hat, heißt das noch lang nicht, dass man da irgendwie kommerziell konkurrenzfähigen Strom erzeugen kann. Und wenn man das dann könnte, dann wäre das der Commercial Break-Even. Ja, und ja, wie weit ist man heute? Wir haben eben 70 Jahre Kernfusionsforschung und wir sind bei, also bisher hat jeder Reaktor, den es bisher gab, noch immer kein Q gleich 1 erreicht. Also der Scientific Break-Even ist noch nicht erreicht. Es gibt zu jedem Zeitpunkt irgendwie, also schon von den 50er Jahren an wurde gesagt, in 20 Jahren werden wir den Engineering Break-Even erreicht haben. Wie ich mich in den 80er Jahren damit das erste Mal beschäftigt habe, hat es auch geheißen, in 20 Jahren. Inzwischen sind sie ein bisschen vorsichtiger geworden. Jetzt hat man dann schon eher so Voraussagen Richtung 50 Jahren gehabt oder so. Ja, also jedenfalls ist, das wird auch gerne als Fusionskonstante genannt, dass das immer halt mindestens 20 Jahre weit weg ist. Mein Vater hat das studiert und in den 70er Jahren war das auch schon 50 Jahre. Okay, ist vermutlich je nachdem, wer diese Vorhersage getroffen hat, wie optimistisch der war oder wem gegenüber, wie willig die waren, so langfristige Forschung zu finanzieren, hat man es ihnen halt gesagt, schon in 20 Jahren, also investiert jetzt oder wenn das geduldigere Leute waren, 50 Jahre. Ne? Aber ja. Jedenfalls noch kein Reaktor und auch nicht der ITER, der große Reaktor, der gerade gebaut wird, hat Stromerzeugungseinrichtungen. Also all die ist es ganz grundsätzlich unmöglich, einen Engineering Break-Even zu haben. Und der ITER, der ist irgendwie die letzte Vorhersage, die ich gelesen habe, ist, dass er 2035 fertig wird. Mal sehen, ob er tatsächlich so zu dem Zeitpunkt fertig ist, weil da sind auch schon einige Verschiebungen dahinter. Also ja, würde mal sagen, das ist sozusagen die zentrale Folie hier. Die
wenn man sagt, dass Fusion ist die Lösung der Klimakrise, also der, wenn das einer sagt, dann ist er entweder schlecht informiert oder belügt euch. Oder er meint die Fusion 8 Lichtminuten südlich von uns. Die funktioniert. Ja, die meinen diese Leute aber nie. Also, ja, weil da, sagen, da sagt man Sonnenenergie. Gut. Ja. Genau. Aber das Nette ist, also sagen wir, es gibt dann noch Versprechungen, die die Kernfusion macht und die ich jetzt in den restlichen Folien da noch betrachte. Nämlich einerseits ist die Kernfusion sauber. Ja, also ein Problem dabei ist, dass 80% der Energie in Form von Neutronen kommen. Im Vergleich bei der Kernspaltung sind das 3%. Und es kommt, also im Prinzip pro Energie, die produziert wird, hat man 25 mal mehr Energie in Form von Neutronen. Und man hat auch 5-mal mehr Neutronen pro erzeugter Energie. Und das ist durchaus ein gewisses Sauberkeitsproblem, weil diese Hochenergieneutronen, die da durch diesen Reaktor schießen, die machen Strukturmaterialien radioaktiv. Also gibt es natürlich gewisse Konzepte, das zu vermeiden, aber wir werden sehen, es gibt aus anderen Gründen, will man möglichst viel von diesen Neutronen für was anderes verwenden, aber letztendlich wird ein gewisser Anteil von den Neutronen wird halt eben nicht so verwendet werden und trifft dann auf den Stahl, die Superleiter und die Baumaterialien, aus denen der Reaktor gebaut ist und sorgt eben dann dafür, ja, eben die Frage ist, was passiert dann? Also das eine ist, dass diese Strukturmaterialien unter Umständen eben zerstört werden, insbesondere wenn es durch hochenergetische Neutronen getroffen werden. Wobei man versucht eben möglichst dort, wo sie, also zwischen dem Teil, wo sie entstehen und diesen Strukturmaterialien, einen Bereich zu schaffen, wo halt der halt dafür da ist, eben diese Neutronen abzufangen. Und das andere ist, wenn dann eben ein Neutron doch durchkommt, dann wird halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wird das von, also irgendwann wird das typischerweise von irgendwas dort eingefangen und wenn es halt von irgendwie einem Stahlpartikel oder Betonding oder sonst was eingefangen wird, dann gibt es kann es eben sein, dass das Ergebnis dann radioaktiv ist. Ein Vorteil im Vergleich zu einem Kernspaltungskraftwerk ist, man kann sich die Strukturmaterialien aussuchen. Also man wird eben kein Nickel reingeben, wo dann das besonders unangenehme Kobalt-60 rauskommen würde, sondern eben lieber Vanadium oder sowas. Aber also auch da hat man halt eben also letztendlich irgendwelche unangenehmen Dinge gibt es auf jeden Fall, die rauskommen. Das Versprechen ist, dass diese verstrahlten Reaktorteile schon nach 500 Jahren kaum mehr radioaktiv sind. Inwieweit das dann für die tatsächlichen, für kommerzielle Verwendung bestimmten Reaktoren zutrifft, das muss man dann erst sehen. Ein anderes Sauberkeitsproblem ist das Tritium, also einer von diesen Brennstoffen. Das ist ein Wasserstoff, der ist radioaktiv, der ist bioaktiv und sehr mobil. Also das ist eben auch ein Problem jetzt mit Fukushima. Da sind in den, ich weiß nicht, wie viele tausend Tonnen von Wasser, was die da in dem Kraftwerk gehabt haben, um es zu kühlen, also beziehungsweise die geschmolzenen Kerne da zu kühlen, da sind 2 Gramm Tritium drinnen
Und jetzt nach 11 Jahren oder so haben die jetzt beschlossen, dass irgendwie, also man kann es nicht vernünftig herausholen, weil es eben tausende Tonnen sind und eben Isotopenseparation halt teuer ist. Und jetzt haben sie beschlossen, das ins Meer abzulassen. Es gibt Proteste von Anrainerstaaten deswegen. Also man sieht, auch Tritium ist jetzt nicht so ohne. Ja, ist Kernfusion sicher? Es ist mal in der Hinsicht vermutlich ziemlich sicher, weil selbst wenn man mal die Zündung schafft, ist sie eigentlich relativ schwer aufrechtzuerhalten. Also, dass der Reaktor durchgeht, das ist eher nicht möglich. Es ist auch wenig Treibstoff zum selben Zeitpunkt im Reaktor. Und eben, man bemüht sich natürlich bei den Baumaterialien, dass das Zeug nicht radioaktiv wird. Deswegen sollte es auch jetzt nicht so besonders viel Nachwärme geben. Also auch wenn so ein Reaktor eben danach eben jetzt nicht unbedingt ein Musterbeispiel einer nicht radioaktiven Umgebung ist, aber viel Nachwärme würde ich da nicht erwarten. Was dran nicht so sicher ist, also es ist halt dann doch eine beträchtliche Energie im Reaktor. Also wenn das Ding einmal irgendwie, wenn da was kaputt geht, dann gibt es da sicher eine ordentliche lokale Explosion, die je nachdem, wie gut das eben eingeschlossen ist, fliegen dann die Teile, wer weiß wie weit, oder eben auch nicht. Und es kann Radioaktivität entweichen. Also eben, wenn da tatsächlich irgendwas kaputt gehen sollte und eben das Tritium entweicht, dann also es ist jetzt nicht sehr leicht, das einzufangen. Aber sagen wir, ich würde mir jetzt keine besonders großen Sorgen über explodierende Fusionsreaktoren machen. Vor allem, weil es es ja noch nicht gibt. Ja, Anton, bitte. Anton, können wir mal eben über Zeit sprechen? Ja, wir sind auf Folie 7 von 9. Ja, okay, weil wir haben so um 16 Uhr geplant, dass die nächste Sitzung anfängt. Dazwischen wollten wir noch eine kleine Pause machen. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir das verschieben können. 5 Minuten sind wahrscheinlich kein Problem. Also das so 10 Minuten. Schaffst du das? 10 Minuten sollte gut leicht gehen. Gut. Ja, also genau, also der eine Treibstoff ist das Deuterium. Das gibt es in gewissen Mengen im normalen Wasser, ist daraus gewinnbar, ist jetzt kein Problem. Das Tritium ist ein größeres Problem, weil kann man eigentlich nur erzeugen, indem man ein Neutron einsetzt, ein Neutron auf Lithium 6 schießt und dann kommt eben Helium 4 und eben Tritium heraus und als netter Zusatznutzen noch zusätzliche Energie, die man auch noch verwerten kann. Aber man benötigt ein Neutron pro Tritiumkern und man kriegt dann aus der Fusion wieder ein Neutron heraus. Das heißt, ja, in der Hinsicht ist das natürlich eine super Lösung unseres Neutronenproblems. Wenn das so funktionieren würde, dass jedes Neutron, das da rauskommt, eben genau wieder auf so ein Lithium 6 trifft und das umwandelt, aber so hundertprozentig funktionieren technische Prozesse ja nicht. Und es werden Neutronen eben woanders verloren gehen, zum Beispiel indem sie Strukturmaterialien verstrahlen. Deswegen braucht man dann Neutronenvermehrung, eben indem man zum Beispiel Beryllium mit Neutronen beschießt und da braucht man noch Zusatzenergie und man kriegt eben dann aus dem einen Neutron dann zwei Neutronen raus. Aber die Frage ist, ob sie das zusammenbringen, dass sie da die Verluste an Neutronen, die sie haben, eben
dass wir diese Verluste ausgleichen können. Das ist nicht, also die Behauptung ist, sie bringen es zusammen, aber ob sie es wirklich zusammenbringen, wird man sehen. Wenn sie es nicht zusammenbringen, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Tritium in Kernreaktoren herzustellen. Aber die Frage ist, wozu braucht man dann überhaupt noch Fusionsreaktoren? Weil wenn man sich das dann ausrechnet, also sagen wir, wenn ein Fusionsreaktor 80% seines Tritiums selbst herstellen kann und wir 20% des Tritiums von so einem Kernspaltungsreaktor herstellen müssen und man sich da, und also da haben wir eine relativ, habe ich da eine relativ hohe Anzahl von Neutronen, die man für die Tritiumherstellung zur Verfügung stellen kann, angenommen. Wenn man sich das ausrechnet, dann kommt man drauf, eben in dem ganzen Prozess kommen 18% der Energie aus der Kernfusion und 82% der Energie aus der Kernspaltung. Und damit ist, ja, also irgendwie bringt das jetzt nicht wirklich, fragt sich, wozu man da überhaupt das mit den Fusionsreaktoren machen sollte. Ja, alternative Reaktionen gibt es dann noch, um dieses Problem mit dem Tritium und das Neutronenproblem anzugehen. Das eine ist Deuterium-Deuterium. Da hat man den Treibstoff ohne eben Tritium zu machen. Das Problem ist, man hat dann 30 mal höhere Anforderungen für die Zündung. Man sieht auch hier in der Grafik eben, dass das Deuterium-Tritium eben hier viel leichter geht, vor allem so bei den Temperaturen, die man in diesen Reaktoren typischerweise erreichen will. Also die sind unterhalb von diesem Maximum, weil aus technischen Gründen. Da ist der Abstand zu diesen anderen Prozessen doch deutlich, also ziemlich deutlich. Und eben wenn man hier das Grüne ist, Deuterium, da würde man eben mit viel höheren Temperaturen und halt oder anderen Dingen arbeiten müssen. Ja, und dann hat man hier noch Deuterium mit Helium-3. Das Schöne ist, da kommen nicht so viele Neutronen raus, aber weil bei dem Prozess noch in dem Prozess mit Deuterium-Deuterium abläuft, je nachdem, wie man den Reaktor auslegt, hat man mindestens 5% der Energie in Neutronen und unter Umständen auch deutlich mehr. Und ein Problem ist, dass Helium-3 praktisch nicht wirklich verfügbar ist auf der Erde. Heute in den Nachrichten habe ich gehört, wir fliegen auf den Mond, um dort Helium-3 für Fusionsreaktoren zu gewinnen. Also da wird ein Wunschtraum als Rechtfertigung für einen anderen Wunschtraum da genommen. Ja, beide Prozesse haben deutlich höhere Anforderungen für die Zündung. Ein sozusagen idealer Prozess wäre einfacher Wasserstoff, also leichter Wasserstoff mit Bor-11. Und das Schöne ist, da gibt es kaum Nebenreaktionen und deswegen nur 0,2% der Energie in Neutronen. Also man hat das Neutronenproblem bewältigt. Die beiden Rohstoffe sind auch auf der Erde eigentlich gut verfügbar. Also das wäre auch super. Das einzige Problem ist, man hat 500 mal höhere Anforderungen an die Zündung und man würde den Prozess mit einer einfach höheren Temperatur betreiben. Also nachdem sie es in den letzten 70 Jahren nicht geschafft haben, mit Deuterium-Tritium diese Dinge, also auch nur auf Q gleich 1 zu kommen, würde ich mal sagen, diese alternativen Reaktionen sind alle ja, also weit außerhalb der, von realistisch. Ja, zusammenfassend, also in absehbarer Zeit wird die Kernfusion nur Geld und Energie verbrauchen und wirtschaftlich wird sie vermutlich nie. Sie ist weniger schmutzig als die Kernspaltung, aber sauber ist sie auch nicht. Sie ist weniger gefährlich als die Kernspaltung. Sie benötigt Tritium, also zumindest
das, was noch irgendwie halbwegs realistisch ist, benötigt Lithium. Und die Frage ist, ob man das eben ohne Kernspaltung herstellen kann in ausreichender Menge. Das ist auch die Frage. Und ja, also alle anderen Reaktionen sind eben noch viel weiter weg davon, praktikabel zu sein. Ja, vielen Dank. Ja. Danke, Anton. Gibt es noch schnelle Fragen dazu? Gerald? Ich habe vielleicht eine schnelle Frage. Wir haben doch gestern von den schnellen Brütern gehört. Jetzt habe ich mich gefragt, geht das nicht auch mit den Fusionsreaktoren, dass man dann quasi im Reaktor selbst ein Tritium macht? Ja, man kann eben in einem Kernspaltungsreaktor Tritium produzieren. Aber man kann das nur nicht im Fusionsreaktor, meine ich jetzt. Das ist auch ein Konzept, das es gibt, also dass man sozusagen da in dem Teil, das Lithium in oder der halt eben die Neutronen abfangen soll, dass man dort irgendwelche eben Actiniden reingibt und eben damit eben dann Neutronen vermehrt und damit eben auch wieder genug Tritium produziert. Nur hast du dann halt am Ende die ganzen Spaltprodukte, also das Sauberkeitsversprechen ist dann nicht vorhanden. Man kombiniert das dann teilweise noch mit der Idee, okay, man nimmt da eh nur die ganz bösen Actiniden, die man ja eigentlich aus einem normalen Spaltreaktor als Atommüll rauskriegt, und die will man dann, die gibt man dann da ins Blackend rein, und die werden dann noch mit zerstört. Also, was weiß ich, Plutonium-240 oder sowas von der Sorte. Also ja, die ganzen eben Transurane, die halt so üblicherweise rauskommen. Aber dafür müsste es halt mal funktionieren, okay, ja. Also erstens, es müsste funktionieren. Zweitens, ja, also da ist man dann, also sauber ist das Ergebnis dann nicht. Also natürlich, also sagen wir, wenn ich schon in einer Welt lebe, in der ich sage, okay, Atommüll, ich will ihn irgendwie dann durch Strahlung zerstören, ist das vielleicht eine Variante, ja. Aber da muss man halt erst recht wieder aufpassen, wenn dann der Reaktor irgendwie einen Unfall hat und das Zeug irgendwie entweicht, ist das dann sicher auch nicht so lustig. In den Science-Fiction-Filmen wird das immer in die Sonne geschossen, das für euch. Stimmt. Ja, das geht nicht wegen den 30 Kilometer pro Sekunde, die man da erreichen muss. Das ist eine sehr dumme Idee. Andere Sache ist, dass die direkte Nähe zu den Superleitmagneten und der Wärmeerzeugung sehr großes Problem ist, weil die Magnete ja extrem gekühlt werden müssen und deshalb auch nicht irgendwie durch die Neutronen aufgeheizt werden dürfen. Also selbst wenn du sagst, wir nehmen jetzt einen Superleiter, wo das Einfangen von dem Neutron harmlos ist, es dürfen nur sehr wenige Neutronen reinkommen, weil der extrem gekühlt ist, und direkt daneben hast du deine Wärmeabführung. Das ist praktisch, deshalb hat man gar keine Stromerzeugung in den aktuellen Versuchsreaktoren, weil das ein unlösbares Problem ist, diese unmittelbare Nähe. Nimmst einfach Passivhaustechnologie, es geht sicher. Ja, genau, also Passivkühlung für so einen Fusionsreaktor ist natürlich sehr viel anspruchsvoller, weil du irgendwie minus 200 Kelvin oder noch kühler auf der Superleiterseite hast, und das darf nicht angeheizt werden, das Zeug. Naja, also da gibt es definitiv jede Menge technische Probleme. Also sind so groß, dass man die nicht mal angeht. Es gibt auch verschiedene Reaktorkonzepte, von denen ich euch jetzt dann nicht groß erzählt habe, weil die Probleme, von denen ich erzählt habe, die treffen schon mal auf alle zu. Ne? Genau. Noch ein Problem ist die Menge der Fusion, nämlich wenn man sich so die Sonne anguckt,
die braucht 10 Milliarden Jahre, bis sie ihren Treibstoff verbraucht hat. Und das ist insgesamt ist Fusion in einem kontrollierten Environment sehr langsam. Also auch wenn man irgendwie Q Größe 1 kriegt, kann das durchaus extrem langsam sein und nur sehr wenig Energie bringen. Also da ist das, was mein Eindruck, was ich so gelesen habe, die haben da schon konkrete Vorstellungen, wie viel Energie da rauskommt mit bestimmten Prozessen. Und das dürfte einigermaßen etabliert sein. Also es ist nicht nur Wunschdenken. Also einfach dadurch, also man muss sagen, erstens arbeitet die Sonne mit Proton, und das ist das, was wirklich lange dauert. Wir arbeiten hier ja nicht mit einfachen Protonen. Arbeitet die Sonne auch nicht, aber die arbeitet... Der erste Schritt ist der Proton-Proton-Schritt. Ein Proton überlebt in der Sonne typischerweise 9 Milliarden Jahre, und dann hast du ein Deuteron, und das überlebt typischerweise eine Sekunde. Genau. Also da sieht man schon, wie... dass dieser Proton-Proton-Schritt in der Sonne das Problem ist. Ja, dann hast du hier halt deutlich höhere Temperaturen von irgendwie 140, 160 Millionen Grad, während in der Sonne sind es halt 14 Millionen Grad. Mhm. Die sind sich schon einigermaßen sicher, dass sie das, was sie, also was bei dem magnetischen Einschlussverfahren, verbrennen sie das in einigen Sekunden, den Treibstoff, den sie im Reaktor haben. Und beim Trägheitseinschluss sind sowieso nur irgendwie Mikrosekunden oder Nanosekunden oder so.